Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde, zu Vaporum. Ja, wir sind immer noch in der Horror-Ebene, nenne ich sie einfach mal ganz freundlich. Ja, diese Ebene ist furchtbar. Ganz ehrlich. Nicht, dass sie mir jetzt wirklich Angst macht. Aber sie macht mich nervös, weil die Gegner hier sind richtig, richtig scheiße. Und ja, also diese... Oh, ich kann mich unsichtbar machen, Zombies. Ich hoffe mal, ich mache das gerade richtig und... Also ja, wir müssen eine dieser Conduits freikriegen. Nur, wie ist die gute Frage? Also ich weiß jetzt nicht mehr... Ist schon eine Weile her, dass ich jetzt gespielt habe, muss ich zugeben. Und ich weiß gerade ehrlich nicht mehr, welchen Knopf ich drücken muss. Ah, und hier ist alles vollgestellt. Ja. Das kann eine Weile dauern. Vor allem, wenn ich mich selber einbunker irgendwie. Ich glaube aber, es war die Conduit, die wir jetzt betätigen müssen. Ist das der Knopf hier? Nein, das war der Knopf. Okay, da ist es der Knopf auf der anderen Seite. Den wir freikriegen müssen. Ah, das war nicht ganz richtig. Das war schon mal richtig. So. Aber wir müssen die Tür aufkriegen. Ich glaube, die Conduit hatten wir bereits. Warum kann ich dich nicht schieben? Ah, doch, kann ich. Und ja, die Musik macht es nicht gerade besser. So. Und so. Jo, da haben wir aufgekriegt. Damit ich das Ganze nicht nochmal machen muss, save ich. Und ja, die Tür ist offen. Hier ist die Fallgrube hinter uns. Warum gefällt mir dieser Raum nicht? Wow, sie sind unsichtbar. Ja, das nervt. Oh. Nicht so gut. Au. Aha. Okay, einer ist down. Sie manövrieren mich aus. Oh,
und machen nicht gerade wenig Schaden. Sterben aber zum Glück. Eine Energy Cell? Hm. Und ja, ich muss gucken, wie ich mit meinem... Ah, das ist nett. Zeug haushalte. Weil ich habe nicht mehr so viele Repair Packs und nicht mehr so viele Energy Cells. Warum gefällt mir dieser Raum wieder nicht? Die Tür hinter mir könnte nämlich sehr gut zugehen. Oh, nö. Was bist du für einer? Au. Säure ist nicht gut. Erstmal den Taumaturg loswerden. Wobei es ist kein Taumaturg, es ist ein anderer Mumium. Kerl. Genau, kannst du nicht einfach an der Säure krepieren? Ja, dieser Taumaturg, okay. Ah. Ja, du bist da. Autsch. Ich muss erstmal den Säurespucker loswerden. Aha. So, der Säurespucker ist weg, bevor ich den da loswerde, weil ich brauche mich nicht heilen. Jedenfalls, wenn ich mich nicht dumm anstelle, kann ich das Heilen mir sparen. Weil die Hulk Crab dürfte mir genug Fomium geben für ein Level Up. Ah, na prima. Also die Hulk Schabe, nicht Crab. So, genau, leg dich hin und ich schlag dich hinten. Genau, brenne, blute. Stirb einfach. Genau. Pack dich einfach hin, ich hau hinten auf dich drauf. Und weg ist sie. Und Level up. Gott sei Dank. Oh, kleine Viecher. Aber nur zwei. Jo. Du brennst schon mal. Und bist tot. Gott sei Dank hatten wir ein Level up. Ja, ich weiß, Gott kann mir auch nicht mehr helfen. Armor? Integrity? Höhere Blockchance? Oder einfach mal... Handgun Firing Speed? Nee, Bouncing ist nicht so toll. Blade Precision? Nee. Plus 60% Integrity und Resistenz. Das ist auf jeden Fall cool. Alle zwei Sekunden kann ich nicht... Alle zwei Minuten kann ich nicht sterben. Nö, ich steigere jetzt erstmal meine Integrity.
um ein gutes Stück. Jetzt bin ich wieder hier. Aber irgendwas will ich doch noch hier, oder? Oder habe ich schon irgendwas? Ach ja, ich habe einen Rusty Key. Gut. Also eine neue Art von Fumium Gedöns Typ da. Damit müsste ich dann hier die Tür öffnen können. Jetzt schön könnte ich aber irgendwas gehört. I need a key. Jo, was die Key? Hi. Der Hazmat Suit. Aha. Sophie grows more and more distant and bolder. She creates hideaways and passages through vents to get out of my reach. She's constantly interfering with my work, trying to command remains, playing with lab devices, milling about my new Fumi amplifier. At least her small head and body cannot carry the weight of the parts required for the amplifier to function. After I caught her trying to use my latest prototype on herself, I took her teddy bear as punishment and safely locked up the device on the top floor. There's no way she can ever get in there, and so my tests can continue, without any hassles, I hope. The toy, the stupid little bear, always melts her heart. It will come in handy. I can use it to control her. I might give it back to her once she behaves according to her purpose. Okay, was stellt Laura da mit ihrer und Markus Tochter an? Von Lisa fehlt noch viel, von Ranka fehlt noch eine Nachricht. Von ihr fehlt noch eine, von ihm fehlen zwei und alles andere ist voll bis jetzt, ja. Und mehr finden wir hier drin auch nicht. Okay. Ja, ist symmetrisch aufgebaut. War einer an. Das heißt, da oben sind wir fertig. Das heißt, wir können jetzt hier rein. Jo. Warning. Nur mit dem Hazmat Suit. Also dem Hazardous Suit. Was? Ich kann nichts anderes anziehen? Sogar die Gadgets? Okay. Hehe. Und das lockt alles. Okay. Moment, das heißt, ich kann da drin nicht kämpfen. Ich hoffe, ich muss da drin auch nicht kämpfen. Aber ja gut, da drin ist alles radioaktiv. Ja, Feuerbälle. Wow, Feuerbälle, komm schnell. Ah, Knopf. Yo, wow, ho, ho. Nein. Au. Vor allem guckt euch mal die Lebenspunkte an, die ich noch habe. Komm, Spuckfeuer. Das ist der Double Schuss, das ist okay. Dann der Single Shot.
Au. I need a key. Silver Key, okay. Also ja gut, hier drin dürfte nichts rumkräuchen. Achso, das ist eine Druckplatte. Wahrscheinlich, wenn ich da drauf trete. Au. Puh, das hat geblockt, obwohl ich kein Schild an habe. Nein, da kommt noch der Einzelschuss. Okay, jetzt kann ich. So. Jetzt kommt der Doppelschuss. Jetzt kommt gleich wieder der Einzelschuss. Jo. Und ich kann zur Seite gehen. Gut. Da bricht Feuer aus ständig, okay. Oh nein. Ich muss hier stehen bleiben. Und ihn abfackeln lassen. Ach, Gott sei Dank. Au. Und hoffentlich selber abgefackelt zu werden. Superior Decoy Beacon. Wo ist denn der Decoy Beacon? Da. So much paperwork. Oh, von William Bond. Ich beginne mich ein bisschen depressiv zu fühlen oder deprimiert. Es ist schon einige Tage her, seitdem ich Tageslicht gesehen habe. So viel Arbeit, so viel Papierkram, um genau zu sein. Gott. Und dieser Chief Robotics Engineer OneQuelf geht mir ständig auf die Nerven mit seinen dummen Fragen. Wenn jeder damit weitermacht, mir grundlegende Fragen über ihre Arbeit zu stellen, werde ich niemals aus dieser Jauchegrube eines Büros herauskommen. Zum Hölle mit all dem. William Bond, Chief Administrator, okay. Erstmal gucken, was hinter der Flamme versteckt ist, weil ich sehe hier halt gar nichts. Eine Kiste. Giftgas. Giftgas, das ich zum Glück abstellen kann. Ah, und ich kann nichts sehen. Verfolgen Sie mich? Ja, tun sie. Berserker? Ernsthaft? Ja.